Ja, und zunächst der Beleg von der Hamburger Ersatzbank. Haare raufen, ärgern, Kopfschütteln, Hauptbeschäftigung heute, vor allem in der 86. Spielminute. Der Verursacher Bernd Hollerbach und sein verschossener Elfmeter. Vorausgegangen ein Handspiel auf der Linie von Christoph Metzelder. Das Ganze aber ohne Auswirkungen für den BVB, denn der Titelverteidiger führte bereits vor diesem Strafstoß mit 1:0. Wie auch schon vor 3 Tagen gegen Arsenal erneut der Torschütze Tomasz Rosicki nach einer schönen Kombination über DD und Jörg Heinrich. Ein Spiel ohne Höhepunkte bis dahin, mit einem, so schien es, glücklichem Ende für Borussia Dortmund. Nach dem Führungstreffer folgte der verschossene Elfmeter und es roch nach Marke Arbeitssieg bis wenige Sekunden vor dem Ende. Der eingewechselte Kim Christensen zum 1:1. Zu diesem Zeitpunkt von kaum noch einem erwartet, dementsprechend die Reaktionen der Dortmunder. War gerade sehr laut in der Kabine, habe ich gehört. Ist da eine Menge Frust heute aufgestaut worden, vor allen Dingen nach der Schlusspfeife? Ja, wenn man ein Spiel, wo man 1:0 führt, dann am Ende noch aus der Hand gibt, dann tut das sehr weh, gerade in der momentanen Phase, wo es darum geht, oben dran zu bleiben. Und von daher ist die Enttäuschung mit Sicherheit groß. Der HSV am Ende dann noch in Unterzahl. Platzverweis für Erik Meyer, Textilprobe am Trikot von Schiedsrichter Dr. Franz Xaver Wack. Sie konnten es verschmerzen, zum Schluss wurde erst getröstet, dann gefeiert der Hamburger SV mit dem ersten Punkt im 6. Auswärtsspiel und das ausgerechnet beim deutschen Meister.